Hey Leute, willkommen zurück zu We Play Old School. Ich bin Max Holz und ihr seid bei einer neuen Folge GTA 5 Online Tipps und Tricks. Hier geht's weiter mit dem Live-Tuning und dem Test von dem zweiten Auto, was Rockstar Games ja gestern released hat. Dahinter mir steht das schon, nämlich der Lampadati Michelli GT. Wir gucken jetzt erstmal kurz auf die Website, wo wir den kaufen können, nämlich auf southernsanandreassuperautos.com für extrem teure 1.225.000 GTA Dollar. Rockstar Games bewirbt den hier so ein bisschen als extrem leichtes Auto mit viel PS, was sehr, sehr schnell ist. Ey, bin ich mal echt gespannt. Also für den Preis kann man doch eigentlich schon was erwarten, oder? Ja, und mit dem heftigen Preisschild ist es auf jeden Fall auch der teuerste Klassiker in ganz GTA Online. Also wenn wir jetzt mal von den Klassikern ausgehen, die keine Waffen haben. Und wie immer gibt es hier wieder viel Hintergrundinfos und Easter Eggs. Von daher kommen wir gleich mal zu den Real-Life-Anspielungen. Aber erstmal, was bedeutet ein Lampadati eigentlich? Na, meistens ist Lampadati im Spiel eine Anspielung auf die italienische Luxusautomarke Maserati und auch ein bisschen Jaguar. Also teilweise Jaguar ist ein bisschen mit drin, aber hauptsächlich Maserati. Das könnt ihr zum Beispiel an dem Logo erkennen, an dem Lampadati-Logo. Das ist so ein V mit so einem V und Federn. Es erinnert so ein bisschen an die drei Zacken vom Maserati-Logo. Aber hier ist es kein Maserati und es ist auch kein Jaguar, sondern es ist auch ein italienischer Autobauer, nämlich hier der Alfa Romeo. Und damit kommen wir gleich mal zu den Real-Life-Anspielungen. Rockstar Games hat sich nämlich hier von einem ganz besonderen Sportcoupé aus den 60er Jahren inspirieren lassen, nämlich von dem Alfa Romeo Giulia Sprint GT. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das könnt ihr zum Beispiel sehen an diesen heftigen Frontlampen. Die sind so übergroß. Ich dachte, Alter, die passen ja irgendwie gar nicht zum Auto so groß, wie die sind, weil das Auto so klein ist. Dann können wir es noch erkennen an Teilen vom Kühlergrill, also so zumindest so links und rechts. In der Mitte war der Alfa Romeo Kühlergrill ja ein bisschen anders, eher so dreieckig. Dann an der Stoßstange, an der Motorhaube, an diesen Kotflügellinien hier oben, dann noch an den Blinklichtern, dann am Cockpitbereich und den Scheiben, besonders hier an diesen kleinen Seitenscheiben. Dann noch, was haben wir noch, zum Beispiel an der Seitenlinie, an der kompletten Seitenlinie, die komplette Seitenform, Felgen gehen auch so ein bisschen in die Richtung. Und dann natürlich auch das Heck Alfa Romeo Giulia Sprint GT, da seht ihr zum Beispiel an der kompletten Heckform im Prinzip, die Heckscheibe und die Lampen, wobei die Hecklampen sind hier so ein bisschen mehr auseinander. Beim Original waren die mehr zusammen und Rücklicht war da unten beim Original und hier sind die Rücklichter hier daneben, neben den Bremslichtern und der Auspuff war auch links und hier ist er halt rechts, aber ansonsten kann man sagen, hat die Rockstar Games fast 1:1 kopiert, wobei ich finde, der sieht hier noch ein Tick eckiger aus als der Original Sprint GT. Auch der Name könnt ihr unten rechts lesen, Michelli GT, Sprint GT ist eigentlich schon offensichtlich, ne? Auch wenn wir mal ins Cockpit reingucken, dann können wir sehen, hier hat Rockstar Games einmal vom Willard Faction bisschen wieder was kopiert. Also zumindest hier das Lenkrad, Willard Faction und auch Czeburek, den ich ja gestern vorgestellt hatte. Aber der Rest sieht ziemlich originell aus. Ich muss mal kurz ins Handy reingehen, in die Cam, und da können wir das sehen. Da haben wir nämlich so ein bisschen Holzoptik dran. Das sieht auch ziemlich cool aus, wie beim 190Z hier. Da ein bisschen Holzoptik mit so ein paar Knöpfchen. Dann in der Mitte, das ist auch wieder ein bisschen origineller, als man das sonst kennt von Rockstar Games. Und hier rechts auch nochmal im Handschuhfach diese Holzoptik. Und wenn wir uns jetzt mal das Original-Cockpit anschauen vom Sprint GT, dann kann man auch so ein paar Ähnlichkeiten feststellen. So ein bisschen, zumindest hier die großen Tachos in der Mitte und so die leichte Holzoptik hier. Aber ansonsten ist es, würde ich sagen, so ein Rockstar Games Fantasie-Cockpit. Hier oben auch nochmal diese Luftauslässe von der Klimaanlage, sieht auch cool aus. Also zumindest nicht so ein Standard-Cockpit. Hier hat sich Rockstar Games, würde ich sagen, wieder ein bisschen mehr Mühe gegeben. Jetzt gucken wir mal kurz in LS Customs und schauen, was wir so tunen können. Lampadati Michelli GT, jupp, es ist ein Klassiker, es ist ein Zweisitzer. Übrigens, Ende der 60er wurde der gebaut, kam der auf den Markt. Panzerung haben wir am Start. Beste Panzerung natürlich Bremsen, Rennbremsen, den ganzen Standardkram. Erstmal wieder Stoßstangen haben wir als erstes Spezialtuning. Kategorie Frontstoßstange können wir entfernen einmal. Ja, sieht ein bisschen mehr Rally oder Racing-like aus. Dann haben wir noch so einen Haken dran. Stoßstange entfernen mit einem Splitter. Nochmal ein bisschen längerer Splitter. Stoßstange, Scheinwerfer, so eine Art Rally-Scheinwerfer. Vier Rally-Scheinwerfer. Safari, Schutzbügel und Lampen, also im Prinzip die komplette Rallye-Ausstattung. Ich denke, in diese Richtung werde ich gehen. Ich werde so in Richtung Safari-Rallye gehen. Aber von der Farbe her werde ich es halt nicht so übertreiben, denke ich. Also wir haben hier nämlich noch ein paar coole Designs, aber dazu später. Heckstoßstange haben wir noch. Können wir Heckstoßstange entfernen einmal wieder. Wieder so Racing-Rally-like. Und halt mit noch einem kleinen Haken dran. Warum nicht? Haben wir einen Haken hinten dran? Was können wir da dranhängen? Keine Ahnung. Hängen wir uns eine Pizza dran? Keine Ahnung. Oder wir schleppen ein anderes Auto ab oder... Frage, was kann man damit eigentlich machen? Ich denke eher so im Bereich abschleppen wird das
sich bewegen. Dann haben wir noch Fahrgestelle, weiter Spezialtuning-Kategorie, Überrollkäfig und Schalensitze, sehr unbequem, da könnt ihr es sehen. Kriegen wir diese übelst fetten, unbequemen Schalensitze rein? Mache ich auf jeden Fall. Habe ich nämlich überall Käfig. Ihr wisst ja, ich will komplett in diese Rallye-Richtung gehen. Dann haben wir noch Motor, EMS-Stufen, ganzen Standardkram, EMS 4. Auspuff haben wir noch. Wir haben Doppelrohr. Vielleicht können wir den auf der linken Seite machen, wie beim Original Alfa Romeo Sprint GT. Doppelauspuff, gerades Auspuffrohr, Titan. Titan-Auspuff. Achso, der ist hier ein bisschen so gebogen zur Seite. Sieht aber übrigens komisch aus, wie so selbst gebastelt. Dann nochmal Titan, Tuner, Auspuff, großes Endrohr und an der Seite passt nicht so. Und diese einzelnen auch nicht so. Ich finde, der Doppelauspuff passt am besten, weil der zu dieser eckigen Form passt. Okay, als nächstes Tuning-Part haben wir hier Kotflügel, nächstes Spezial-Tuning-Part. Dann haben wir einfache Kotflügel, ihr seht es an den Seiten. Dann nochmal die in Carbon und nochmal eine Kotflügelverbreiterung, was so ein bisschen in die Richtung Liberty Walk Kotflügelverbreiterung geht. Also so ähnlich zumindest. Und das sieht ziemlich cool aus, weil das Ding eh schon so schmal ist. Und jetzt war es mal kurz im Gym und ist einfach mal ein bisschen breiter geworden. Gefällt mir. Kotflügelverbreiterung ist da. Und jetzt haben wir noch Kühlergrill. Spezialtuning-Part, das ist auf jeden Fall ein richtig geiles Tuning-Auto. Wir haben viele Spezialtuning-Kategorien am Schlüssel. Und dann haben wir einen Gitterkühlergrill. Guck mal hier, der Chrom-Kühlergrill geht weg. Und dann haben wir einen Gitterkühlergrill. Kühlergrill! Und dann haben wir noch ein paar so eine Rallye-Scheinwerferoptionen. Einmal ein rotes Band, schwarzes Band, ein blaues und ein gelbes. Und ich glaube, ich nehme hier das rote Band, weil ich habe so ein bisschen schon so eine Farbidee im Kopf. Und dann noch Motorhaube, Spezial-Tuning-Part oder Spezial-Tuning-Kategorie. Carbon, finde ich, passt eher nicht so bei Klassikern. Von daher lasse ich die mal weg, mache ich gar nichts. Dann haben wir noch Lichter. Wir können mal gucken, wie es aussieht, aber Xenon nehme ich hier nicht, weil es halt ein Klassiker. Bei vielen Klassikern, finde ich, passen Neon-Kit sowieso nicht. Aber auch keine Xenon-Scheinwerfer. Dann haben wir noch Design. Wir haben hier 11 verschiedene Designs am Start. Dreifache Streifen. Forza Italia ist da. Ja. Grün, Weiß, Rot. Italien-Flagge. Passt perfekt. Hier nochmal schön das Lampadati-Logo. Und die Italien-Flagge nochmal an der Seite. Passt halt perfekt für die ganzen, zu den ganzen italienischen Autobauern hier. Auf jeden Fall in dem Fall. Alfa Romeo. Dann Works Racer. Finde ich eine sehr geile, dezente Farbkombi hier vorne mit so ein bisschen Weiß. Und der Rest ist halt, ja, an der anderen, in der Primärfarbe. Sehr cool. Ich glaube, da gibt es auch so eine Originalfarbkombi. Zumindest, also nicht weiß, aber dann, ich glaube, rot oder so. Jedenfalls auch hier vorne den Heritage Racer mit einer 67 dran. Auch fresh. Jetzt kommen ja die ganzen Racing-Bemalung. Vintage E-Cola. Hier finde ich es übrigens ziemlich cool, weil es hier mal passt. Meistens ist es so bei den Autos, die klatschen einfach, Rockstar Games klatscht einfach alles voll mit irgendwelchen Racing-Stickern, Racing-Designs. Aber hier, finde ich, ist es nicht so überladen. Hier passt er nicht. Helmuts Racing. Wer zum Teufel ist ein Helmut? Sieht übrigens auch nicht schlecht aus. Hier sehen irgendwie die ganzen Racing-Sticker alle gar nicht mal so schlecht aus. Dusche Rally. Eine Anspielung an eine deutsche Biermarke. Schön in altdeutscher Schrift. Ja, ist auch okay. Aber mal gucken. Hä, Stronzo, Digga. Was heißt denn Stronzo? Na, ist eine Kombination aus Arsch und Loch. Ja, und an der Seite sehen wir, dass wieder eine Biermarke ist. Birra Forte d'Italia. Gummy Forapundo, Digga, was zum Teufel? Naja, gefällt mir jetzt nicht so, auch wie so Standard-Racing-Kram. Zweifarbiger Racer, nochmal eine Racing-Lackierung. Und die letzte ist ja Lampadati Racing wieder. Schön mit der italienischen Flagge komplett über das Auto. Aber ist mir ein bisschen zu überladen, zu übertrieben. Von daher werde ich, was ich vorhin schon gesagt hatte, was mir gefallen hatte. Also im Prinzip gefallen mir diese beiden am besten. Das hier und das hier. Ja, von da werde ich Works Racer nehmen. Nochmal so ein dezenter Hinweis an Lampadati mit dem V und nochmal dezenter Hinweis an die Herkunft Italien. Sehr geil, nicht zu übertrieben, gefällt mir super gut. Schutzbleche, da haben wir einmal schwarzer Gummispritzschutz. Kennt ihr ja aus so Rally, oh, also von so Rally Races. Und nochmal Spritzschutz Sekundärfarbe und Primär. Ich weiß nicht, glaube ich nehme mir den Spritzschutz in der Primärfarbe, weil ich werde auf jeden Fall, na, werdet ihr gleich sehen. So, Spritzschutz, Primärfarbe ist da. Das passt nämlich, guck mal, das passt nämlich ziemlich gut zu dieser Farbkante hier. Diese Farbkante zwischen Weiß und Orange hier in dem Fall. Geht so runter zu den Schutzblechen. Orange, perfekt, Alter. Gefällt mir richtig gut. Dann Nummernschild. Gelb auf Schwarz natürlich, mein Lieblingsnummernschild. Und Lackierung, jetzt kommt's. Ich nehme hier wieder ein Metallic. Und mache hier definitiv, Alter, weil es diesmal echt passt. Ich meine, es ist natürlich wieder meine Lieblingsfarbe. Rot, ja. Und hier passt aber wirklich Turinrot als Anspielung an italienische Autos, an Turin, dies, das. Also,
was sollte man hier anderes nehmen? Ja klar, könnt gerne in die Comments schreiben, was ihr anderes genommen hättet. Ob es euch so gefällt oder nicht. Wie gesagt, wäre cool. Dann bekommen die anderen Leute auch mal ein bisschen Ideen. Dann haben wir noch Sekundärfarbe. Und hier werde ich, da wir vorne schon das Weiß haben, und ich glaube, das Weiß bleibt auch, werde ich hier ein Metallic, ein ganz gediegenes, ganz normales Metallic Schwarz nehmen. Hier seht ihr, was sich so verändert. Da verändert sich hier der Überrollkäfig und vorne nochmal diese Art Rammbügel und die Motorhaube. Finde ich ziemlich cool, weil ich dachte schon, ich muss hier die schwarze Carbon-Motorhaube nehmen. Hätte ich keinen Bock drauf. So, Schwarz ist da, aber ich werde auf jeden Fall bei Primärfarbe nochmal den Perleffekt rausnehmen. Da ist nämlich noch bei Torino Rot ein Perleffekt drin. Und hier will ich einfach nur ein ganz gediegenes Schwarz haben. Das ist einfach nur eine schöne schwarz-weiß-rote Design-Kombi ist, Farbkombi. Einmal Replay Oldschool Design, also ihr wisst ja, die Replay Oldschool Farben, die sind schwarz, weiß und rot. Gerade weil Rot meine Lieblingsfarbe ist. Und auch Forza Italia, also Italien, Anspielung an italienische Autos, das Torino Rot. Dann haben wir noch Dach zur Auswahl, Spezialtuning-Kategorie, eine Sonnenblende hier vorne. Auch schön weiß, passt hier vorne zu dem Weiß, nochmal so eine Abstufung. Scheinwerfer oben drauf, so Rallye-Scheinwerfer, sieht auch irgendwie cool aus, aber fast schon ein bisschen zu übertrieben. Dann Gepäckträger, kennt ihr von den anderen Autos, zum Beispiel vom Chevrolet hatten wir den ja oben drauf mit dem Gepäck noch. Und nochmal ein Ersatzreifen, aber hier kann ich mich echt nicht entscheiden gerade. Könnt ihr mal gerne schreiben, was ihr so genommen hättet, ob ihr Sonnenblende oder Scheinwerfer genommen hättet, wenn ihr die Wahl hättet, so. Ah, ist schwierig gerade, aber ich glaube, ich werde mich für die Sonnenblende entscheiden, weil ich wollte es ja nicht zu übertrieben machen, weil ich glaube, das wäre schon wieder zu hart da oben, diese fetten Scheinwerfer oben drauf. Übrigens, wenn ihr die Scheinwerfer nehmt, seht ihr oben das Fucaro-Logo, das F da vorne drauf. Das verändert sich, wenn ihr die Designs wechselt, also je nachdem, welches Design ihr habt, habt ihr doch verschiedene Designs oben drauf auf diesen extra Rallye-Scheinwerfern da. Aber ich nehme die Sonnenblende, so. Verkaufen können wir es jetzt für den Preis. Und wir haben noch Spoiler zur Auswahl, eine Spoiler-Lippe. Warte mal, ich mach mal kurz so seitlich. Spoiler-Lippe, Dragster-Flügel und ein Entenschwanz-Spoiler. Ihr seht, der Winkel geht immer weiter nach oben. Und dann haben wir noch diesen niedrigen Spoiler, der so ein bisschen absteht. Aber ich finde, bei den Klassikern, gerade bei dem Klassiker, passt eigentlich ganz gut, wenn er sich so in die Karosserie einfügt. Von da nämlich den Entenschwanz, sieht übelst fresh aus. Auf jeden Fall. Ein sehr, sehr geiler Klassiker, gefällt mir schon mal deutlich besser als der Chaburek. Wie gesagt, ist nur meine Meinung, aber jo. Weil einige gesagt hatten so, ja, Chevrolet, Alter, das ist ein geiles Auto, was denn? Lada ist doch cool. Ja, was denn? Keine Ahnung. Ich finde halt den hier besser. Sieht irgendwie edler aus. Dann noch Wettkampffederung, dann Getriebe, Renngetriebe auf jeden Fall, den ganzen Standardkram, noch Turbo-Tuning. Ja, ich weiß, einige sagen, Turbo bei einem Klassiker, was soll denn das? Aber Rockstar Games sagt sich, ja klar, ist uns doch egal. Ich meine, wir machen das einfach. Wir können es halt, ne? Turbo auf dem Klassiker, warum nicht? Felgentyp? Ich weiß nicht. Also ich wollte hier, glaube ich, diese Originalfelgen drauf lassen, weil das sind halt Unikate, das sind voll originelle Felgen, haben wir sonst so nicht. Da habe ich echt keinen Bock jetzt, die zu verändern, die sehen voll schön aus. Das Einzige, was ich hier noch ändern werde, ist Reifenverbesserung, genau, schusssicher und halt den Reifenqualm mache ich mal einfach einen roten Reifenqualm wegen Torino Rot und so. Und haben wir noch irgendwas zur Auswahl? Fenster, nö. Das war es im Prinzip mit den ganzen Tuning-Optionen. Unser Lampadati Michelli GT ist voll aufgetuned zum Rally Racer mit einem, würde ich sagen, dezenten, geilen Design, beziehungsweise mit einer dezenten Lackierung, weil ich wollte es ja halt, ich wollte ja so eine Mischung haben. Ich wollte einmal Rally Racing haben, aber mit einer dezenten Lackierung, ohne diesen Rally Sticker Kram. Anyways, gucken wir uns die Kamera von draußen an. So, Fahrzeugtüren alle auf und wir gucken uns das Ding nochmal ganz entspannt ringsrum an, 360 Grad. Gucken wir mal einen Motorblock, hat man nämlich noch nicht gemacht. Es müsste ein Vierzylinder sein, so wie es aussieht. Hier nochmal das schöne Rallye-Design, Rallye-Rammbügel und Sonnenblende und der ganze Kram, Lackierung, Überrollkäfig, innen drin, so sieht er aus. Unser Lampadati Michelli GT, übrigens Doppelauspuff, ich finde echt den richtig gut, ich finde den super passend. Also die Einzelauspuffe passen, finde ich, überhaupt nicht zu dieser Autoform. Einige hatten übrigens noch gesagt, übrigens jetzt ein bisschen off-topic, beim Chaburek hatten die so eine Soundanlage hinten drin irgendwie, aber bei mir hatte ich überhaupt nichts drin, auch nicht nach dem Tuning, voll komisch. Na jedenfalls, das ist ja hier nochmal an den Seiten, ein bisschen Überrollkäfig-Style. Lampadati Michelli GT, voll aufgetuned von draußen. Wunderschönes Klassiker-Tuning-Auto, aber verdammt kranker Preis. Jetzt machen wir nochmal kurz einen Soundcheck, eine Runde um den Block und ein Fazit.
Also was mir positiv aufgefallen ist nach der kurzen Runde um den Block hier beim Michele GT ist, der sehr kurze Bremsweg für einen Klassiker, auf jeden Fall nicht schlecht. Und dann das gute Kurvenverhalten bzw. die gute Straßenlage, zumindest auf ebenen Straßen, wenn es ein bisschen hügeliger wird. Ich meine, da ist es egal, welche Federung ihr irgendwie einstellt, die Karre springt einfach zu stark. Ja? Also von daher kann man sagen, tendiert er echt zum Umkippen. Also wenn ihr mal über irgendwelche Unebenheiten fahrt, also das Rumgespringe, fand ich echt ein bisschen nervig. Und irgendwie kam der mir auch gar nicht so schnell vor von der Beschleunigung und der Endgeschwindigkeit. Ich meine, gut, werden wir vielleicht mal noch in einem Speedtest testen, aber so vom Feeling her relativ langsam. Also zumindest nicht so, wie es Rockstar Games angepriesen hat, so als sehr, sehr schnelles Auto, weil er so viel PS hat und so leicht ist, ja. Also ich dachte irgendwie sowas in Richtung vom, weiß nicht, zum Beispiel Turismo Classic oder Cheetah Classic, aber weiß nicht, vom Feeling her so gar nicht mal. Also von der Beschleunigung her würde es mich echt mal interessieren, wie er da zumindest gegen andere Klassiker antritt, beziehungsweise wie sich so schlägt gegen andere Klassiker. Naja, das war es jedenfalls erstmal mit dem Live-Tuning und dem kleinen Test hier vom neuen Michele GT. Lampadatti Michele GT, dem neuen Klassiker, dem zweiten Klassiker. Was jetzt noch fehlt, ist der neue Dinka Jester. Ich glaube, wie heißt der? Dinka Jester Classic, genau. Der müsste ja dann noch kommen. Der müsste, glaube ich, nächste oder übernächste Woche Dienstag kommen. Lassen wir uns mal überraschen. Der Toyota Supra-Verschnitt, wo sie halt echt viele drauf freuen. Ich übrigens auch, weil Toyota Supra ist halt ein echt geiler Sportwagen und hoffentlich auch ein geiler Tuner-Sportwagen. Naja, jedenfalls, das war's hier mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ihr haut rein. Und ich bin raus. Peace out. Bye, bye. Ciao, ciao.